ja, dauert ein bisschen. Und ganz am Ende würde ich sagen, ja, hat ein bisschen was gebracht, wenn man sich vorher und nachher anschaut. Ist für uns Moderatoren auch irgendwie inzwischen ganz normal. Nur wie ist das für die Männer da draußen? Es denken immer mehr zumindest drüber nach. Wir haben ein schminkskeptisches Ehepaar in den Beauty-Salon geschickt. Also Make-up für Männer finde ich eigentlich nicht so gut. Ich finde, alles hat seine Grenzen. Ein Mann sollte ein Mann bleiben. Aber wir lassen uns überraschen und wir werden sehen. Trotz der Einwände seiner Frau Simone, Holger Kraft will ausprobieren, was geht in Richtung gut aussehen noch so. Auch Männer haben schließlich das Recht auf ein paar optische Tricks. Kosmetikerin Sina Ochs verschönt nicht zum ersten Mal einen Mann. Und dann schauen wir mal, was wir hier zaubern können. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich habe jetzt schon viele Männer geschminkt für Modenschauen, für Fotoshootings. Aber seit neuestem kommt immer öfters die Anfrage für Videokonferenzen. Weil einfach das Optische ein absolutes Thema jetzt ist. Wie wirke ich vor der Kamera und was kann ich noch optimieren? Auch Holger Kraft hat viel Bildschirmpräsenz. Als Modeberater und als Moderator. Ja, das ist ja, ich mache mal auch mal Tutorials von zu Hause aus. So, dann starten wir mit einem Mikropeeling, um die Verschuppung der Haut schön runterzunehmen, die Poren zu verfeinern. Kann man auch sehr gut in seine tägliche Pflege mit einarbeiten. Und dann starten wir mit der Pflege, weil immer für ein gutes Make-up ist die gute Grundlage das Wichtigste. Feuchtigkeit für die Haut und ein Roller für geschwollene Augen. Ist auf jeden Fall schön kühl, sehr angenehm. Ja, schön. Vor allem das trocken, so schmierig mag ich auch nicht. Nein, das mag kein Mann. Dann wird es spannend. Es geht ans eigentliche Schminken. Und jetzt schauen wir mal, was wir tun können. Du hast so die Tendenz zu leichten Pigmentflecken und da gibt es wunderbare Primer. Primer sind Grundierungen. Also wenn man zu Hause zum Beispiel die Wand streicht, dann fängt man auch erstmal an mit einem Primer, um eine schöne Ebenmäßigkeit zu bekommen. Und genauso machen wir das heute auch. Nur ohne Werkzeug. Arbeitsgeräte gäbe es aber auch. Aber man kann das auch genauso gut mit einem Make-up-Pinsel auftragen. Ein Tropfen auf den Pinsel. Den dann gut verteilen und dann entsteht ein schönes ebenmäßiges Hautbild und man sieht nicht geschminkt aus. Aber das ist nicht alles beim Männer-Make-up. Jetzt kommen wir weiter zu dem Concealer. Das Must-Have für jede Frau und jetzt auch für Männer, weil die dunklen Augenringe sind ja allgegenwärtig. Ein Concealer ist praktisch eine Augenpflege mit Pigmenten. Schau mal nach oben. So verschwinden Augenschatten. Für mein Bedürfnis genug an Make-up, aber wir können das Ganze natürlich jetzt noch ausbreiten und können das Ganze noch ebenmäßiger und glatter machen. Und dafür würde ich eine Milky Boost Creme nehmen, ein Make-up, was eine höhere Pigmentierung hat. Aber ich weiß nicht, was deine Frau dazu sagt. Wir probieren es einfach mal. Das Anmalen, um in der Männersprache zu bleiben. Dabei mag Holger Kraft es eigentlich eher dezent. Er muss jetzt ganz tapfer sein. Also noch fühlst du dich wohl? Ja. Gut. Ich bin mal gespannt. Zu viel muss nicht sein. Augenbrauen müssen wir immer schön auch schauen, auch bei den Männern, dass sie schön gezupft sind. Um sie dann mit Augenbrauenpuder zu betonen. Wem das zu viel ist, ja, kann das Ganze auch mit einem Augenbrauengel machen. Also wer keine Farbe braucht, das Ganze gibt es auch ohne Farbe. Aber heute wollen wir ja ein bisschen das Extremere mal ausprobieren. Also Mut. Zu Kajal, dezenter Wimperntusche und was ganz wichtig ist. Jetzt kümmern wir uns um den Mund. Um den Mund? Lippenstift. Lippenstift wird so langsam kritisch. Es wird schon kein knallroter sein, hoffe ich. Ein farbloser, aber auch etwas Lippenkontur. Jetzt gebe ich dir noch mal den Spiegel. Er ist nicht rot. Oh, das hier ist mir natürlich ein bisschen zu viel. Alles andere, was ein bisschen dezenter ist, finde ich sehr angenehm. Ob ich jetzt wirklich so auf die Straße gehen würde, würde ich mir überlegen. Aber ich denke vielleicht für ein Bewerbungsfoto oder ein Fotoshooting ist das vielleicht nicht verkehrt. Ich finde es überraschend gut, aber ich würde mir für einen Mann, also wenn
ein Herr heute zur Beratung zu uns kommen würde, würde ich ihn immer für einen Primer, also für eine gute Pflege und danach für einen Primer, würde ich ihm empfehlen. Und ansonsten finde ich es schön, wenn ein Mann bleibt. Und Ehefrau Simone, wie fällt Ihre Beurteilung aus? So wollte ich eigentlich aussehen. Oh, na? Okay. Bisschen viel. Ja. Schminke nein, Pflege ja. Okay. Eine gute Pflege, allein darüber dürften einige Männer anscheinend einmal nachdenken.